Culture to go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Culture to go. Ja, willkommen geheißen hat mich, die Katharina, diesmal Frau Gehrig. Sie ist 96 Jahre alt und sagte mitten in unserem Gespräch ganz nebenbei, es war schon viel los. Und damit hat sie wohl recht. Selten habe ich in einem Interview so viele detailreiche Schilderungen zu einem Leben und der Geschichte eines Ortes gehört. Und dieser Ort, das ist in dem Fall Luditz, eine böhmische Kleinstadt, in der Frau Gehrig 1925 geboren wurde. Ja, und was da alles los war, wie viel sich immer wieder im Lauf der Geschichte in den Biografien der Luditzer geändert hat, bis hin zum mehrfachen Wechsel der Staatsbürgerschaft, aber auch wie mit Wiesbaden für Frau Gehrig eine neue Heimat noch dazu kam. Das hören wir uns jetzt am besten von ihr selbst an. Es gibt, glaube ich, viele Fragen, die ich habe und ich bin ganz neugierig, mehr über sie zu erfahren, woher sie kommen, wie sich ihr Leben gestaltet hat, welche Stationen es in ihrem Leben gab, die sie uns erzählen möchten. Wann sind sie geboren und wo sind sie geboren? Also wann? Am 18.01.1925 in Luditz. Das ist eine ganz kleine Stadt bei Karlsbad. Also zur Zeit war Luditz Bestandteil der Tschechoslowakischen Republik. Deutsche Staatsangehörigkeit habe ich dann bekommen am 10. Oktober 1948. Aber ins Deutsche Reich kam ich dann aus dem Sudetenland vertrieben im Juli 1945. Und zwar aus eigenem Stück. Ich hatte weder in meiner Heimat Luditz noch eine Wohnung, noch einen, wo ich hätte schlafen können. Es war diese unübersichtliche Zeit, wo viele Menschen einfach dann ganz plötzlich vor einem ganz neuen Problem standen. Das ist sehr interessant. In diesen wenigen Sätzen, die Sie jetzt schon sagen, steckt natürlich schon ganz, ganz viel drin und schon ganz viel Geschichte mit dabei, Ihrer persönlichen Geschichte. Sie haben Vertreibung genannt. Ja. Wir wissen, wenn wir Zahlen hören wie 1945, wir wissen in etwa die Hintergründe, die geschichtlichen Hintergründe. Ja. Aber da war viel los, ne? Wie Sie auch sagen, es war komplett unübersichtlich. Ja. Wollen wir mal reinschauen, im Detail reinschauen, wie sich das gestaltet hat. Sie haben Ihr Geburtsdatum genannt. Wir wissen, Sie sind in Luditz geboren worden. Sie haben da erstmal gelebt und sind erstmal aufgewachsen. Die ersten 20 Jahre meines Lebens. Ja. Und da hätte ich, also niemand hätte da gedacht, dass wir da weggehen, sondern da haben wir hingehört. Die Urahnen sind alle schon während des 30-jährigen Krieges in Luditz ansässig. Das haben wir in Urkunden. Und zwar in der Kirche ist das damals festgehalten. Im Standesamt gab es sehr, sehr viel später. Aber sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits gibt's die Urkunden, also lückenlos die Ahnengalerie. Wir haben dann angefangen, uns selbst dafür zu interessieren, wo wir herkamen. Denn wir waren ja alle Deutsche und da war dann das Problem 1948, dann war man wohl Deutsch, also keine tschechoslowakischen Staatsbürger, sondern durch den Anschluss von Sudetenland oder sind wir dann automatisch Deutsche geworden. Aber Deutsche gefühlsmäßig und sprachlich und kulturell und in jeder Hinsicht waren wir so von Anfang an. Ja. Darf ich Ihnen einen kleinen Scherz dazu sagen? Gerne. Meine Großmutter ist im selben Ort geboren und auch gestorben und in der Zwischenzeit nirgends hingezogen, nirgends umgezogen, immer da geblieben. Sie ist also geboren in dem
kaiserlich-österreichischen Kaiserreich, und zwar 1856, und hat dann gelebt, und da im selben Haus wurde sie dann zur Tschechin. Dann war sie tschechische Staatsbürgerin, nicht mehr Deutsch-Österreich, also Österreich-Ungarisches Kaiserreich hieß es ja, und ist dann aus Luditz nicht mehr weg, kein Fuß mehr aus Luditz raus, und ist dann automatisch 1945 zur deutschen Staatsbürgerschaft gekommen. Also sie hat drei Staaten durchlaufen, ohne auch nur einmal den Ort zu wechseln. Ist auch ulkig, ne? Ja, das ist enorm. Durch diese Konstellation damals. Ja. Und trotz dieser Wechsel der Staatsbürgerschaften und all dem, über Generationen hinweg war Luditz und die Region eben die Heimat für ihre gesamte Familie. Ja, ja. Wie sind Sie dort aufgewachsen, die ersten 20 Jahre? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß war die Familie? Wie haben Sie gelebt? Also Luditz ist ein ganz kleines Kreisstädtchen. Ja. Landwirtschaftlich geprägt, der ganze Kreis. Handwerker und die Geschäfte, die nötig sind. In Luditz war dann auch die Ämter, weil das Kreisstadt war. Und ist eigentlich alles sehr übersichtlich, nichts Besonderes, wollen wir mal so sagen. Da gab's dann Landratsamt, Finanzamt, Amtsgericht, Marktrecht, also was dazugehört. In ganz früher waren Herrscher, Kokorschowetz hieß der Stamm. Und die hatten ein Schloss auf unserem Schlossberg, der zu Luditz gehörte, der oben auch noch eine Burgruine hatte, und hatten ein Stadtschloss im Ort. Im Tal hatten sie eben auch ein Schloss, auch in Ruinen erhalten. Mhm. Am Schlossberg steht dann auf der Ruine noch ein großes Kreuz, das immer zur Auferstehung Ostern ist das wunderbar beleuchtet worden. Das war immer also ein herrliches Tag. Ja. Es ist katholisch geprägt von Anfang an. Hatte zwischendurch auch, weil ich das nur noch einflechten will, die Hussitenkriege zu überstehen. Die Hussiten haben das ganze Luditz abgebrannt und haben nur stehen lassen die Kirche und das Pfarrhaus. Das steht auch heute noch und es ist so ein Koloss mit den dicken Mauern. Das sieht man an, dass das schon vor dem 30. Krieg gestanden hat. Also mit den Hussiten hat es dann auch zu kämpfen. Jedenfalls ist es dann wieder neu aufgebaut worden. Und an die Hussitenkriege, da gibt's auch eine Tafel an einem Haus. Da sind so ein Kelch drauf und nochmal was, dass da der Hinweis ist, auch ein paar Buchstaben, die ich aber nicht erklären kann. Jedenfalls ist das erhalten. Und zufällig war mein Urgroßvater der letzte Torwärter zu dem unteren Tor. Es gab zwei Stadttore, Stadtmauern, Stadtgraben. Also wie man es in Märchen und es erzählt kriegt, es war Tatsache. Und der Vater meiner Großmutter, der hieß König. Also meine Großmutter ist eine geborene König. Und wir haben mir dann Spaß gemacht und hat gesagt, du bist eine Königstochter und hast einen Maurer geheiratet, wie man das so macht. Ja. Und jetzt hat mein Urenkel heißt Andron und dieser Großvater hieß auch Andron König. Also sag ich, du hast jetzt berühmte Vorfahren. Ja. Also das nur als Spaß, gell, so bitte. Ja, aber es zeigt ja, ihre gesamte Familie über Generationen hinweg war sehr, sehr verwoben mit der Geschichte dieses Heimatortes mit Luditz. Ja. Und jetzt muss ich gucken, wo ich weitermache. Wie soll ich es weiter? Wollen Sie erzählen Sie gerne von früher, was ich da weiß? Genau, oder ist gerne. Das Neuere, das Spätere interessanter? Alles interessiert uns gleichermaßen, klar. Ja. Erzählen Sie mir gerne,
über die ersten 20 Jahre, was sie erlebt haben und wie sie ihre Heimat, ihren Heimatort erlebt haben. Ja. Wie sah ihre Familie aus, auch ihr Elternhaus? Ja, das war ein Bauernhof sozusagen, nicht im exquisiten Sinn, so wie man sich den vorstellt, sondern das ist mal angeblich, früher war in dem Haus mal eine Schnapsbrennerei, das ist aber erzählt worden. Und da waren also richtig dicke Mauern auch, die müssen dann im 30-jährigen Krieg auch stehen geblieben sein. Und dann kann man so sehen am Bild, dass der Stall dazu gebaut worden ist zu dem Haus. Und dann ist es auch mit landwirtschaftlich genutzt worden, weil auch ein großes Areal dazu gehört hat. Meine Linie, also väterlich, die waren alle Maurer, Zimmerer, und dann haben die wohl nach und nach Landwirtschaft in ein Feld dazu nehmen müssen, um leben zu können. Ja. Die Familien waren alle groß, das kann ich nachher noch sagen. Mhm. Und es waren immer viele Kinder. Ja. Wir waren viele Kinder. Meine Mutter war aus einer großen Familie, mein Vater auch, und die ganzen viele Verwandten, die überall verstreut waren. Nur einer konnte dann auf dem Hof bleiben, weil es für die anderen nicht gereicht hat. Mhm. Es war dann üblich, dass sowohl die Mädchen als auch die jungen Männer, wenn sie einen Beruf dann noch gelernt hatten, alle möglichen Berufe, die es geben muss, um das im Leben zu erhalten, das haben die auch gelernt. Und dann sind die in die Städte abgewandert. Früher nach Wien, sehr viele von meiner Familie, sowohl vom Vater als auch von der Mutter, sagt sie, nach Leipzig. Das war so das Ziel, diese großen Städte. Eigentlich ähnlich wie heute, ne? Dass man auch sieht, dass oftmals aus den ländlichen Regionen die jungen Menschen dann in die Städte ziehen. Und in Luditz hätten die gar nicht ihren Lebensunterhalt haben können. Ja. Da waren einfach zu viele Kinder in den Familien. Also der eine ist immer geblieben, sowieso, vielleicht auch noch einer, aber die Bevölkerung von allen Städten hat mitgekriegt, dass da immer neue Leute dazu kamen, in allen Generationen. Schauen wir uns mal die Bevölkerung im Kleinen an, schauen wir uns die Familie an. Die Familie. Sie sagten, viele, viele Kinder gab es. Ja. Wie viele Kinder gab es bei Ihnen zu Hause? Wie viele Geschwister haben Sie? Ja, wir waren 8. Ja. Das ist eine Menge. Jetzt leben nur noch 3. Und meine Mutter, ihre Familie, also die ich alle fast noch kannte, ist auch eine jüngste Schwester, die nach Leipzig in jungen Jahren mit ihrem Mann gegangen ist. Die anderen Geschwister haben dann aber, in Luditz ist nur eine Schwester geblieben, die in Luditz geheiratet hat. Und eine Schwester ist nach Aussig, das war aber noch Sudetenland, aber Richtung Dresden, fast an der Grenze. Und die andere wurde von meine Großmutter ist auch nach Leipzig. Die jüngste Schwester meiner Mutter ist auch nach Leipzig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Bei Ihren Geschwistern, waren Sie eine der jüngeren Schwestern oder der älteren? Oder wie sah das aus? Meine Geschwister, ja. Der älteste Bruder, der hat nebenbei, dass er, wir hatten ja auch Felder, obwohl man mein Vater war, auch gelernter Maurer. Mhm. Und sein Bruder auch. Und der Großvater war Maurer. Also der Vater ist zu Hause geblieben, der Bruder, der ist nach Teplitz gegangen, das ist auch im Sudetenland. Und der ist dann sogar, ich weiß nicht, Polier und was Besonderes geworden, Spezialist, und war überall in anderen Ländern geschickt. Also der hätte wahrscheinlich studiert, wenn andere Zeiten gewesen wäre. Also der war da sehr tüchtig. Wie sind Sie denn aufgewachsen in den 20 Jahren, die Sie dort gelebt haben? Also wir hatten Landwirtschaft und mein Vater hat nur, wenn er gebraucht wurde, noch Maurer gearbeitet. Mhm. Da ist er nicht so sehr viel gebraucht worden und es hat sich immer mehr auf Landwirtschaft verschoben. Wir waren dann, die Familie ist immer größer geworden und die mussten dann darauf achten, dass überhaupt genug zu essen da war. Ja.
Und ich weiß, wie meine Eltern geheiratet haben. Dann hat meine Mutter als so Heiratsgut, wollen wir so sagen, auch ein Feld von ihren Eltern gekauft gekriegt. Die hat dann ein Feld mit in die Ehe gebracht, damit die Kinder überhaupt alle ernährt werden konnten. Richtig, damit sie alle versorgt sind. Ja, ja, richtig. Ja. Das heißt wahrscheinlich auch, dass sie auch in der Landwirtschaft mit eingebunden waren und ja, mitgeholfen ja. haben immer. Ja, ja, ja. Ganz und gar. Mein ältester Bruder, der ist schon vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Da waren meine Eltern aber noch nicht verheiratet. Und mein Vater war im Ersten Weltkrieg, ist gleich eingezogen worden, gleich am Anfang, und ist später in Gefangenschaft gekommen und war 4 Jahre in russischer Gefangenschaft. Und da hat er als Schornsteinfeger gearbeitet. Er kam dann nach 1918, der Krieg mit Russland war ja schon ein bisschen vorher. Und da hat er sich so durchgeschlagen, das kam mal das Buch so weit die Füße tragen. Mhm. Das hat mein Vater damals noch vor seinem Tod mit Begeisterung gelesen, weil er sich da wiedergefunden hat. Er kam jedenfalls 1918 zurück, gesund, was die Hauptsache war. Und dann haben sie als erstes geheiratet. Und 1919 ist dann gleich meine Schwester geboren. Ja. Und er hat also das Haus später übernommen. Die Großeltern haben mit in der Familie gelebt. Die Großmutter hat noch gelebt bis 1943. Ja. Die hatte nur ihr eigenes Zimmer. Und für uns Kinder, wir kamen dann hintereinander, da ist das Schlafzimmer schon zu klein geworden. Wie dann der Großvater gestorben ist, dann durfte die Mädchen, die Anna, mit bei der Großmutter im Zimmer schlafen. Also der Platz ist immer enger geworden. Ja, ja. Viele Generationen haben unter einem Dach gelebt. Ja, es war Landwirtschaft, da gab es viel zu tun. Generationen. Und da sieht man dann, da ist ein großer Stall dazu gebaut worden. Da weiß ich aber nicht wann. Das ist aber, also sieht richtig schon neu aus, mit großen Fenstern sogar, ist aufgestockt gewesen. Da drüben ist das Futter dann reingekommen, war wieder im Haus. Auf der anderen Seite ist ein Schuppen dran gebaut worden, also das ist dann so, aber ein großer Hof war und ein Riesengarten. Der Garten war so weit, solange Bäume da standen und bis zum Bach war noch viel, viel Platz und viel Weide. Das war dann die Wiese, also da haben wir das Heu gemacht. Und der Bach, das war dann viel unser Spielplatz noch. Ja, ja. So bin ich aufgewachsen. Ja. Ich bin in den Kindergarten gegangen. Ja. Meine Brüder aber nicht, die wollten alle nicht in den Kindergarten, aber ich bin gern gegangen. Und dann in die Schule, Volksschule, hatten wir 5 Jahre. Da waren Jungen und Mädchen zusammen. Und dann ging es in die Bürgerschule, gesagt. 5 Jahre Volksschule und 3 Jahre Bürgerschule. Und dann konnte man noch ein Jahr dranhängen. Das hieß dann das Einjährige. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Nee, aber das wird so eine Abschlussklasse gewesen sein, noch einmal. Ja, ja, also das in der Art der Mittelschule. Wir hatten dann auch Fremdsprachen. Meine 2 älteren Schwestern, die hatten damals als Fremdsprache Französisch. Und da waren die aber dann schon in der Tschechoslowakei. Also das war dann schon. Und die 2 älteren Schwestern, wie gesagt, da war noch die Schule von Altösterreich. Deswegen haben die Französisch gehabt. Und so wie ich dann, oder auch mein Bruder, der älter war, der hatte dann nichts mehr mit, dann mussten wir Tschechisch als Fremdsprache. Das hat sich ja angeboten. Es war ja dann Amtssprache. Ne? Die Leute mussten dann einfach alles, aber kein Mensch konnte Tschechisch. Richtig. Es war wirklich 8 Kilometer von uns entfernt, war schon das erste Dorf Tschechisch. Und es war keine viel hin und her. Die kannten sich zwar, aber es hat sich nicht so vermischt. Aber sie haben friedlich gelebt, obwohl sie
wie sie dann, also tschechisches Oberhaupt, die Beamte alle tschechisch, man hat sie nicht verstanden, die Post, die Bahn, die sollten dann zwar ein bisschen Deutsch lernen, aber es war immer ein bisschen nicht so gut. Und sie ist auch kaum geheiratet worden, auch wenn es dann nach Lubitzin dann auch diese Beamten, die sind mit Familien gekommen. Da hat man dann auch eine Schule gebaut, die dann kaum Kinder hatte, weil kaum Schüler hatte. Und die Deutschen, die Sudetendeutschen, die vorher an der Post gearbeitet haben oder am Finanzamt, die sind entlassen worden. Das hat natürlich ein bisschen Ärger gegeben. Und viele waren dann arbeitslos. Die waren dann, es war nichts weiter, mussten sehen, wie sie irgendwie was kriegen. Das hat nachher noch eine Rolle gespielt, wie das Sudetenland angeschlossen worden ist 1938 an Deutschland. Da haben sogar die Engländer den Lord Runciman, also wir haben nur Runciman gesagt, weil man das nur so lesen konnte. Der musste ein Vierteljahr lang in dem Gebiet alles erkunden, kundschaften, wie ist es. Und er hat auch richtig festgestellt, dass es sozusagen ein abgegrenztes Gebiet ist. Dass es nicht so ist, wie die Tschechen gesagt haben, ja, da ist ja alles. Ja, die haben ihre Leute vorher hingeschickt in die Ämter. Die waren dann da. Also das war so eine nicht gute Sache. Mhm. Und die Engländer haben dann doch zugestimmt, dass es zu den Leuten abgetreten werden muss an Deutschland. Es war zuerst wohl nicht und den Deutschen so erwartet, aber dann war man aber auch froh. Ich kann mir 38 schon vorstellen, dass da Freude überall war. Dann haben sie, jetzt können wir wieder also Deutsch sprechen und jetzt braucht man nicht mehr nach immer uns nach den Tschechen richten. Und das ging dann auch gut. Und es sind in Lubitz zum Beispiel sind zwei Familien, der Mann war Beamter und hat eine deutsche aus Lubitz geheiratet, wir hatten dann auch ein Kind. Und der ist als da geblieben, der ist in Lubitz geblieben. Der ist nicht mit seiner Familie nach Dings gegangen. Und er musste, der war bei der Post, aber er hat seinen Posten verloren, ist wieder durch jemand anderes ersetzt worden. Das war nicht so gut. Die sind aber dann, die Kinder sind so deutsch aufgewachsen wie wir alle. Also so war es ein bisschen nicht krampfartig oder hässlich oder feindselig, aber es hat nicht so richtig gut getan. Ja, es gab immer gemeint, irgendwas ist falsch, gell? Ja, es gab ständig Eingriffe. Durch diese Sprache und so. Gab ständig Eingriffe. Das habe ich schon als Kind so mitgekriegt. Also wie gesagt, dann mussten wir halt Tschechisch an. Ich habe es ganz gut und leicht gelernt. Die Inge kann jetzt noch ein Gedicht. Die hat dann immer gesagt, du bist doch da in die Schule gegangen, kannst du Tschechisch, sag ich, kann schon Vokabeln und alles, aber das Gedichtchen haben wir gelernt, um das so ein bisschen zu. Und dann musste ich ihr's vorsagen und die kann's auch noch. Also, das ist ihre Schwester? Darf ich mal fragen? Nein, das ist meine Tochter. Ach so, die Tochter. Ah, okay, und die kann's auch. Die kann's auch noch. Toll. Ja, also das war dann das Verhältnis mit Tschechien und Deutschland. Ja. Und dann, also wie gesagt, kam dann 38 der Anschluss an mit dem Hitler. Die Siegermächte haben ja dann zu Tschechien gehalten. Österreich ist sowieso zerstückelt worden. Da ist ja nichts mehr übrig geblieben, was alles früher zu Österreich gehört hat. Deshalb sind meine Großeltern zuerst wie viele Jahre sind die meisten Jahre Österreicher gewesen? Österreich, dann Tschechoslowakei als selbstständiger Staat und 1938 dann sind sie deutsche Staatsbürger gewesen. Ja. Das war immer das alles in einer Person, drei Staatsbürgerschaften hintereinander, ohne den Ort zu wechseln. Ja, genau, ohne den Ort zu wechseln. Ja, immer gab es diese Eingriffe von außen in in all ihre Familien, Identitäten. Das wird sich ja auch drauf ausgewirkt haben, dass sie nicht immer eben in diesem Ort geblieben sind. Ja, ja. Möchten Sie uns darüber erzählen, wie, ja,
wie es nach den 20 Jahren, die Sie dort verbracht haben, wie es weiterging? Ja, dann hatte ich schon meinen späteren Mann gekannt. Der war während des Krieges auch Soldat. Und wir haben uns kennengelernt durch Briefe schreiben und haben uns dann 1943 in Karlsbad getroffen, uns kennengelernt. Er ist von München nach Prag versetzt worden. Da ist die Einheit neu zusammengestellt worden. Die war früher in Russland. Da war er aber noch nicht dabei. Er war erst 20 Jahre. Und da kam er, bis die Division wieder vollständig da war. So lang war das, war er in Prag. Und da hat sich das so angeboten. Er war von Wiesbaden und über Nürnberg-Eger musste mit dem Zug fahren und da lag Karlsbad auf der Strecke. Da kam ich, Luditz hat auch Bahnanschluss, so ein kleiner, unwichtige Strecke, die aber ins Tschechische geführt hat. Und war ich dann in Karlsbad am Bahnhof und er kam mit dem Zug, er musste da umsteigen. Nee, er wollte ja nach Luditz. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Und dann waren wir 66 Jahre verheiratet. Wow. Und in Wiesbaden. Ja. Also ich habe nur Luditz und Wiesbaden als Station gehabt. Mhm. Nicht woanders, gell. Die Geschwister wollten sie dann noch wissen. Ich hatte dann nochmal eine Schwester. Und dann kam ein Bruder. Und dann kam ich. Und dann wieder ein Bruder, der ist mit 17 Jahren eingezogen worden zur Hitlerjugend. Also er ist mit 17 eingezogen und ist auch nicht mehr reingekommen. Wir haben ihn also nicht als Soldat gesehen. Und im Juli 1944, da war die Invasion, da ist er gefallen mit den vielen, vielen Hitlerjugend. Also angeblich alle Hitlerjugend, das hat aber auch wieder nicht gestimmt. Die sind nachher, die übrig geblieben sind, hat man sie auch so ein bisschen angegriffen. Die wollte das gar nicht, sind auch viele gar nicht bei der Hitlerjugend gewesen. Unser Max auch nicht. Dem hat es auch nicht so Spaß gemacht. Der hat damals schon wenn er aus der Schule war, schon ganz viel in der Landwirtschaft mitgemacht, dem Vater viel geholfen. Das war schon wichtig, der sollte dann auch auf dem Hof bleiben als der Nächste. Und dann ist er nach einem Jahr gestorben. Es war sehr schlimm, vor allem für die Eltern. Ich war dann zwischen dem einen Bruder und dem Max. Und dann war eine Weile Schluss. Und dann hat meine Mutter nochmal so zwei Nachkömmlinge, die leben heute noch. Und die hatten das, wo man sagen, man kann nicht sagen, es war ein Glück, dass wir da weg mussten, aber die hatten dann die Möglichkeit, die sind dann hier aufgewachsen, die konnten Schule besuchen. Also in Luditz, da hätten sie, wenn sie studiert haben wollen, jeden Tag nach Karlsbad fahren müssen, mit dem Bus, aber jeder, der das wollte, musste das halt. Das hätten sie daran vielleicht auch gemacht, auch wenn wir zu Hause geblieben wären. Aber sie hatten dann Möglichkeiten. Sie sind durch Umsiedlung nach Koblenz gekommen. Da hatten sie Ingenieurschulen. Und sie haben beide vorher Maurer gelernt, wie die Tradition war. Und dann mussten sie allerdings zwei Vorsemester machen, damit sie heute sagt man Fachabitur, dass sie überhaupt auf die Ingenieurschule kamen und haben alle beide ihren Ingenieur gemacht, aber auch nachher gute Stellen gehabt. Und mein Vater hat noch erlebt, wie der Ältere sein Studium fertig hatte, aber der Jüngste war 3 Jahre, der ist auch Ingenieur geworden, aber das hat der Vater. Aber die Mutter hat sie erlebt. Und die Elsa, die Älteste, die ist, wie sie aus der Schule war, ist die
in Stellung gegangen. So hieß es, also als Dienstmädchen. Und zwar ist sie nach Aussig an der Elbe. Und da war schon die Schwester von meinem Vater, die eine, die nach Aussig gegangen sind, wie sie war. Durch die ist sie dann auch nach Aussig, hat dort auch gute Stelle gehabt und ist dort auch geblieben, bis sie ihren Mann geheiratet hat. Der war also mal kein Maurer, der war Maler und Lackierer, hieß der. Mhm. Und der ist leider ganz früh im Krieg schon gefallen. Und die Anna, die war von Anfang an die Arbeiterin am Hof, die konnte schaffen, die war die geborene Bäuerin, die konnte das, die hat auch einen Bauern geheiratet. Und also es waren 5 Brüder und 3 Schwestern. Wir haben auch sehr viel zusammengehalten. Vielleicht ist das auch ganz wichtig für die Familie gewesen, so zusammenzuhalten, wenn man sich ansieht, ja, unter welchen Bedingungen und welchen Spannungen, ja, sie ständig, ja, dort auch, ja, leben mussten, wenn sie das erzählen mit den Staatsbürgerschaften, die wechselten, ja, die politischen Verhältnisse, ja, die hinzukamen, ja, und all das. Ich glaube, da ist Zusammenhalt etwas ganz Wichtiges für die Familie und dann, gewesen. Durch diese Aussiedlung, das ist nochmal ein großes Kapitel für sich, was da war. Ja. Aber jeder ist, die sind zwar die Familien, die kleinen Familien, aber nicht mehr die großen, ist jeder woanders hingekommen. Ja. Möchten Sie da etwas mehr zu erzählen, zu diesem Thema der Aussiedlung, wie es heißt? Was da? Möchten Sie da etwas mehr zu erzählen, ja, zu diesem Aussiedlungskapitel? Ja, das, also ich selbst bin gar nicht ausgesiedelt worden. Ich bin von alleine weggegangen. Ich habe mich ordnungsgemäß am Bürgermeisteramt in Luditz abgemeldet. Mhm. Und damit meine Eltern nicht Schwierigkeiten haben, wenn sie die Lebensmittelkarten hätten abholen müssen. Damit die keine Schwierigkeiten, und ich heimlich, und die wussten das zwar beim Bürgermeisteramt, aber man hat sich auch gut gekannt. In so einem Ort, also hat man wirklich ziemlich von anderen auch gewusst und wusste, wem man da vertrauen konnte. Mhm. Und von dem man vielleicht eben nicht mehr so gut kannte, kann man halt nicht so, aber hat man gute Zusammenhalt. Und diese Abmeldung hat mir dann auch später genutzt bei meiner Flucht. Das ist auch ein großes Wort, was jetzt so zwischendurch, ja, also, kommt, dass Flucht. Man einen Ausweis hatte, und den, mhm, konnte ich ja mitnehmen. Und diese Abmeldung, die war zwar, ich meine, Deutsch und Tschechisch, mhm, das hatten sie dann wohl schon. Und Hauptsache der Stempel, der war dann das Wichtigste, dass der Stempel drauf war, dass amtlich ist. Denn die Flucht, die ist dann wieder ein anderes Kapitel, mit einer guten Bekannten, die schon mal das gewechselt hat und nochmal schwarz über die Grenze zurückkam. Er hat einen Mut gehabt, und die ist dann bei ihren Eltern gewesen, und der Vater, der war auch mit meinem Vater gut bekannt, also war dadurch, dass es ein kleiner Ort ist, konnten sich die Leute schon gut. Und der muss wohl auch mitgekriegt haben oder rumgesprochen, dass ich auch weg will. Und dann hatte ich ja auch mit meinem späteren Mann, da hatten wir ja auch schon Urlaub in Wiesbaden. Ich kannte Wiesbaden ja, war ich zweimal schon da, bevor ich dann geheiratet habe. Und dann hat er das meinem Vater gesagt. Und ich war dann ganz begeistert. Es ging von einem Tag auf den anderen schwarz über die Grenze. Ich war 20, die war zwei Jahre älter und hatte das schon gewagt,
Also die war ja, ohne die wäre ich ja nicht gekommen. Also alleine sowieso nicht, das wäre ja verloren gewesen. Aber zu zweit ging das dann schon mal eher, dass ich das gewagt hätte. Aber wir haben die letzte Zeit in Luditz, haben wir nichts Gutes erlebt. Und wir hatten noch nicht mal mehr ein Bett zum Schlafen. Wir hatten bei den Nachbarn, also mit denen wir also sowieso von Anfang, die selber viel, haben wir immer zu zweit in einem Bett, in anderen oder in den Häusern geschlafen. Abend um 9 musste alles von der Straße weg sein, also da mussten wir dann schon in dem anderen Haus sein, bis morgens um 6. Und dann haben wir bei Tag auch nichts gehabt. Das ist aber ein schwieriges Kapitel gewesen, dass meine Eltern alles aus dem Haus raus wusste. Mhm. Die wusste es, also wir mussten alle raus, eben auch meine Eltern, aber die musste dann jeden Tag doch rüber und mussten das Vieh versorgen. Meine Mutter musste melken, wir hatten 4 Kühe und alle noch Rinder, das Stall voll. Und musste ihre landwirtschaftliche Arbeit weitermachen. Also die haben ja noch nicht gedacht, ach so, habe ich gar nicht erzählt, da sind die Russen in unser Haus gekommen. Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die Kommandatur, also es war richtig, unser Haus war richtig einladend für die Russen. Das erste Haus von der tschechischen Seite her, von Prag her, die Straße nach Luditz anfing, da ging unser Garten oder Wiese, wie wir gesagt haben, die hintere Tür vom Haus führte in den Garten und die Wiese und entlang war die Straße nach Prag richtig. Und die kamen von der Seite und haben das wohl gesehen. Das Tor stand offen. Das ist meistens also auch, musste man immer nämlich in die Scheune, da musste man wieder über die Straße. Deswegen stand es. Aber auch wenn es zugewiesen wäre, das Tor hat noch mehr Rolle gespielt. Das war einladend direkt. Und da haben die dann sich da gleich die Einheit sich breit gemacht. Und unser Haus war dann einstöckig und im ersten Stock die Fenster im Garten, das kam denen wie gewünscht. Da haben die ihre ganze Leitungen reingelegt. In diesem Zimmer, das war immer das Schlafzimmer von uns Kindern, da hatten die ihre Direktverbindung mit allen, gell? Und da waren Offiziere. Und da haben die sich einfach in unser Haus, ist ja logisch, sofern. Und am selben Tag mussten wir dann auch raus. Also war nichts mehr mit Schlafen. Wir konnten uns dann wohl was Kleider holen oder was, wenn wir alles, aber ja. Und meine Mutter musste weiter die Kühe melken und die musste auch weiter das Brot backen und dann ließen sich die Russen, die sich da eingewöhnt, der musste meine Mutter immer den Weißbrot backen. Aber sie waren nicht böse. Es war die Kommandantur, die da ihr Zentrale hatte. Und ausgerechnet unser Haus, es war das denen irgendwie. Und ich weiß nicht, wie lang sie drin war. Ich war dann schon in Wiesbaden. Also ich bin nicht mehr in unser Haus dann reingekommen. Ja. Gab's ja noch mal ein Zwischending, wo auch sehr tragisch war. Aber das könnte ich auch gar nicht so erzählen, so kurz. Ja. Also es war allerhand los. Aber jedenfalls bin ich von Luditz nach Wiesbaden gekommen. Da bin ich auch. Also genau, wir waren erstmal an dem Punkt, dadurch, dass sie das Haus verlassen mussten, das Elternhaus verlassen mussten, ihre ganzen Lebensverhältnisse haben sich natürlich komplett
umgeworfen war und abgeschnitten, ja. Und kein Mensch hätte gefragt, was los ist, oder ja. Wir haben uns durch die Nachbarschaft, die uns dann nochmal im Bett zu zweit haben wir eh immer geschlafen, weil die auch zusammenrücken, ja, mussten, aber die waren dann doch so und haben uns dann wenigstens schlafen lassen. Mhm. Und bei Dark, weil ja nicht, ich wollte noch sagen, wir haben eine sehr große Küche gehabt und einen ganz großen Herd, den hat mein Vater selbst mal, kann ich mich noch erinnern, einen neuen Herd eingebaut. Das konnte er gut, weil der in Russland, muss er da beim Ofen sitzen und Schornsteinfeger, da hat er viel gelernt, da hat er also einen ganz, wir brauchten große Flächen. Das hatte damals schon zwei Röhren. Und nebenbei sich denn stand ein großer fürs warme Wasser. Und die Platte war also groß. Da haben die Russen schön kochen können, gell? Und, ja, und wir hatten auch also einen Backofen. Meine Mutter hat ja immer das Brot selber gebacken. Und da musste dann meine Mutter für die Russen Weißbrot backen. Ja. Und da haben ich habe dann nicht mehr sehr lange in Wiesbaden, in Lulitz geblieben. Wir waren dann auch ein bisschen kulant. Da hat die Mutter dann, das wird sie sowieso gemacht haben, wenn sie die Kühe gemolken hat, haben vielleicht die Russen etwas Milch gebraucht, aber sie hat die anderen Milch wahrscheinlich mitgenommen für die Kinder. Die Kinder waren ja noch klein und so. Das habe ich alles dann nicht mehr so mitgekriegt. Aber es dauerte Monate, wie das so ging. Und die hatte da ihre Zentrale. Sie waren aber also nicht bösartig. Ich weiß, das habe ich auch noch gesehen. Die haben dort in unserem Garten oder Wiese haben sie eine Rinderherde dann angebracht. Der Gustav guckt. Und die konnte da gut grasen, die konnten da bleiben, und da war der Metzger, die haben dann sich verköstigt, die musste ja sehen, wie sie da die Einheit weitergekriegt haben, und die Mutter hat Weißbrot gebacken. Die wollte nur Weißbrot, glaube ich. Und da hat sie ja auch mal wieder was dazu gekriegt. Und das habe ich dann nur erzählt gekriegt, weil ich ja nicht mehr da war. Ja. Dann haben die von dem Vieh ja auch geschlachtet. Ja. Da sind ja sicher Metzger dabei gewesen oder waren auch mit Metzger, die das Vieh geschlachtet haben. Und da haben die auch das oft, also den Kopf liegen lassen, da haben die sich gar nicht damit beschäftigt. Das hat dann mein Vater also nehmen können, dass der wieder was zu essen da war. Also es könnte ganze Bücher geschrieben werden, was da alles los war. Lassen Sie mich ganz kurz fragen, Sie sagten jetzt mehrmals, Sie haben dann nicht mehr viel davon mitbekommen, weil Sie nach Wiesbaden gekommen sind. Wie sind Sie hierher gekommen, beziehungsweise Sie sagten, Sie sind geflohen. Es gab eine Flucht über die Grenze. Ja. Wann sind Sie geflohen und wie? Ja, also ich bin am 6. August 45 war das, genau. Und da hatte ich schon lange kein eigenes Bett mehr. Ja. Und ich immer mit jemand alles im Bett geschlafen von den Nachbarn. Und meine Brüder auch. Und meine Eltern haben in so einer alten, was kann man sagen, Karte, so ganz alt, ein Haus, wo nur ein Raum war, haben meine Eltern dann geschlafen. Und und mit der Hedwig Kiesel, heißt sie, sie lebt sogar nun. Und einen Rucksack gepackt und eine Tasche, Koffer hatte ich gar keinen. Und ich weiß gar nicht, was die Hedwig für Gepäck hatte. Also nur, was man tragen konnte. Es war nicht viel, was ich da mitnehmen konnte, gell.
Und da mussten wir über zwei Grenzen. Erst war eine die Demarkationslinie, wo Russenbesatzung war, wo die Amerikaner gingen. Und weil die Hedwig da schon gegangen ist, wusste die einen Weg durch den Wald. Dann ging die Straße und über der Straße war die amerikanische Seite. Und ich alleine hätte nie den Mut gehabt. Und dann wusste die, da ist es, und wenn wir da drüben sind, dann sind wir gut. Und wir haben das auch geschafft, und ich muss sagen, das Wetter war gut, es war immer warm und kein Unwetter, und wir waren ja viel draußen. Wir hatten dann noch Glück mit allem. Und da waren wir dann in einem Waldstück, das aber nicht sehr durchsichtig war. Es war ab und zu mal Strauch dazu. Und in dem Wald hat sie gesagt, jetzt müssen wir warten, da konnte man die Straße einsehen, so eine richtige gute Fahrstraße, ging da durch den Wald, hat sie gesagt, wenn die vorbei sind, dann gehen wir rüber. Und wir haben sie auch gehört, die Russen waren das, die Amerikaner haben das nicht gemacht, die haben nicht miteinander gesprochen, die sind schön marschiert, und wir konnten sie sehen fast, wir haben uns ja versteckt gehabt, aber also so, die haben nicht miteinander gesprochen, die sind so wie die Zinssoldaten, sind die da, aber man hat die Stiefel so auf dem Asphalt, da gehen die, und wenn wir dann gehört haben, so jetzt hört man sie die so nicht mehr, dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind über die Straße, und drüben waren dann auch Felder, waren kurz danach, der Wald war da fast schon zu Ende, gegen Felder los. Und da war man dann, nachdem der Wald zu Ende war, an einer so eine Hecke, da haben wir uns dann erstmal hingelegt und haben Luft Und zufällig kam dann ein Amerikaner, der erste, den ich gesehen habe. Und der kam aber irgendwie, warum weiß ich nicht, und kam dann auch auf uns zu und hat uns Ausweise verlangt. Der wusste sicher, dass das mit ihm war, aber er hatte Ausweise verlangt. Nun hatte die Hedwig schon einen Meldezettel von ihr. In Dielheim bei Heidelberg ist die gewesen, auch bei ihrem Freund, den sie dann geheiratet hat, den auch lang geheiratet war. Und ich hatte meinen Ausweis und den Zettel, wo ich mich abgemeldet habe. Der konnte ja nicht lesen, was da drauf steht, aber es war ein Stempel drauf und es war gut, also war man in Ordnung. Dann ist der weitergegangen. Also das war dann die erste Kontrolle und die ist gut gegangen. Und dann sind wir in die erste, soweit bis ein Ort war. Und in dem Ort, da habe ich dann die amerikanische Besatzung gesehen, wie die da. Aber die waren ja gut. Die Kinder sind hin, haben Schokolade gekriegt und alles. Und dann, ja, da haben wir sogar in einem Gasthaus richtig übernachtet, in einem Bett. Ich nach langer Zeit mal ein Bett für mich. Und da hatten wir dann, wie wir aus dem Fenster geguckt haben, da war ein Soldat einquartiert oder halt auch nicht im Zelt, sondern in Häusern. Und da haben die gerade irgendwie gefrühstückt. Und da hat die Hedwig gesagt, ja, die essen Hemdex. Also die wusste dann schon ein bisschen, ja. Von der habe ich dann wenigstens ein bisschen was gesagt gekriegt. Und dann von da aus sind wir dann, haben wir erfahren, dass am Morgen aus dem Ort der Milchwagen, also von den Bauern, nach Marienbad fährt. Der muss jeden Morgen die Milch nach Marienbad bringen. Also wenn der uns da aufsitzen lässt, auf seinem Gefährt, und dann können wir dann mit, also sind wir da ein bisschen Marienbad gefahren. Und dann war schon bald der erste über
Das war schon mal das erste Überstanden. Und von da aus wusste die Hedwig in Kuttenplan, das war dann noch mal ein Stück weiter nach Pilsen zu, da ist ein Flüchtlingslager, also richtig ein großes Sammeln, ob das vorher Arbeitslager oder sonst was war, jedenfalls so eine Art Baracken, aber nur so, auch nur so Streu und alles, also wenn man keine Decke hat, war das auch nicht schön da zu liegen. Und dann ging alles mit Gerüchte, alles ging nur auf Gerüchte, ob es wahr war, entweder es war wahr oder nicht, aber die Gerüchte, eine richtige Mitteilung gab's nicht. Gab auch, an wen man sich wenden hätte können. Man war wirklich dem Glück ausgeliefert, wenn sowas war. Jedenfalls sind wir dann nach Marienbad und da, von da nach Kuttenplan. Und das, da sind wir sogar auf einem Jeep da hinten drauf gesessen. Hedwig hat sie angesprochen, und die haben uns tatsächlich da mitgenommen. Im Kuttenplan sind wir in das Lager, und da konnten, also Reichsdeutsche sowieso, weil die ja sowieso, die musste sowieso weg, hat noch nichts mit Aussiedlung zu tun, sondern reguläre Ausfahrt, die sowieso Reichsdeutsche waren, kein Sudetendeutsche. Naja, die Hedwig hat auch ihren Ausweis gehabt, ich muss ja nach Deutschland. Und ich habe auch nur meinen Ausweis, aber ich bin halt nicht reingekommen. Die haben da auch nicht nachgefragt oder was. Ich hatte jedenfalls einen Ausweis. Und da waren wir, glaube ich, so 2-3 Tage oder was. Es war wunderschönes Wetter und wir haben den ganzen Tag da nur da weiter nichts gemacht als gewartet. Und dann kam das Gerücht, morgen geht ein Transport von Pilsen nach Deutschland. Und wir haben immer noch unsere weißen Armbinden gehabt und die mussten wir ja haben. Gut, und da haben wir uns bei denen angestellt, wo die aufgeladen haben. Wir oben auf so platt haben wir gesessen. Wir sind dann in Pilsen dann abgeladen worden von der Fläche und haben da einfach nur im Freien gestanden und da haben sich dann die Leute schon angesammelt und wir sind einfach stehen geblieben. Wir sind da in Pilsen gar nicht registriert worden. Und dann in jedem Waggon 30 Leute, egal wer, wir waren auch egal wer. Und ich weiß, da haben wir für die Fahrt, haben wir für uns zwei, haben uns die Amerikaner so ein Kommissbrot und eine Dose Fleisch, also zum Kaltessen, das haben wir gekriegt für unterwegs. Und der Zug fuhr auch an in Furt im Walde, ist im Böhmerwald, ging's über die Grenze. Und da haben die Leute dann ihre weißen Armbinden zum Fenster ausgeschmissen, aber das ich hab's nicht gemacht. Ich hab meine noch, hab ich aufgehoben an solche Zeit. Und von da ging der nach, es sollte nach Amberg gehen, das war dann im Oberpfälzer Wald, und er hat aber in Nürnberg gehalten. Da hat's noch geheißen, wir sollten eigentlich nach Amberg, und das sind wir in Nürnberg, und da sind wir ausgestiegen. In Nürnberg sind wir ausgestiegen. Hat auch niemand gefragt. Das ist dann nicht registriert worden. Da waren sie wirklich, die Amerikaner, lässig. Also, dass die Leute halt wohin wollen, gell. Da sind die Leute auch auf die Kohlewagen oben raufgestiegen. Und es gab ja auch keinen Fahrplan weiter. Wenn der Zug da war, ist er halt gefahren. Also so Zeiten. Das muss man sich überlegen, wie das dann trotzdem funktioniert, gell? Und dann der
Zug fuhr dann bis Frankfurt. Und Frankfurt ist dann die Hedi in den anderen Zug, in Personenzug gestiegen und ist nach Lauterbach oder irgendwie nach Süden. Und ich habe tatsächlich einen Personenzug nach Wiesbaden gekriegt. Und zwar, das war der 18. August. Und am 6. August sind wir von Luditz weg. Also so lange haben wir da... So lange waren sie unterwegs, ja. Unterwegs. Und das war der Tag, wo in Hiroshima die Bombe gefallen ist. Das wusste man natürlich damals nicht. Das war aber die Zeit. Und dann von Wiesbaden nach... Das war ein Samstag. Da ging sogar ein Personenzug. Und da habe ich auch ein Billett gekauft. Also da war wenigstens dann schon, dass man... Also das war weit von der Grenze weg, was ich da... Im Böhmerwald und so, die vielen Grenzgänger, die konnte sie gar nicht haben. Jedenfalls war ich noch in Wiesbaden Hauptbahnhof. Ein Samstagnachmittag und ich bin schön gewandert mit meinem Rucksack und mit meiner Tasche und stand vor der Tür und da stand Gehrig nicht mehr drauf. Jetzt wusste ich nicht, was... Das wusste ich sowieso nicht. Ich hatte keine Post mehr. Und am Nebenwohnung stand Reul. Die waren damals schon, die kannte ich auch. Die kannte mich dann, weil ich da vorher mit dem Fritz schon zu Besuch war. Und noch ein anderer Name dazu. Aber ich hatte nicht das Herz bei Reul zu klingeln, um zu fragen, was ist los? Ich wusste, die hätte ja auch nicht mehr leben können. Ich wusste aber, dass die Werkstatt in der Schulgasse 4 ist. Da war, kannte ich ja auch, war ich ja auch da mit Fritz und so. Dann bin ich schön in die, durch die Neugasse in die Schulgasse 4. Und ich dachte, was werde ich da finden? Und da war nur mein Schwiegervater da. Und die Schwiegermutter, spätere Schwiegermutter mit der Tante, die waren um dieses Wochenende nach Reilinge gefahren. Da hatten die Großeltern vom Fritz goldene Hochzeit. Da ist die Oma mit der Tante gefahren und der Papa musste daheim bleiben. Der hat schon vorher wochenlang in der Werkstatt geschlafen, auf so einem ganz altes Sofa. Den haben sie die Wohnung weggenommen. Die Wohnung ist instand, also ziemlich schon beschädigt, aber da, die haben den Fehler gemacht, die sind, wie das so brenzlig war, mit Fliegerangriffen oder die Amerikaner kamen zur Besatzung, sind die zu Verwandten vom Opa nach Eschbach. Im Taunus haben sie sich, die haben Angst gehabt, der war bei der Partei als Blockleiter, so, also das Niedrigste, so, der musste sich, um die kümmern, die da so in dem Block waren, und wenn die ausgebombt waren, musste die sich kümmern, dass die wieder was gekriegt haben. Also er war Blockwart und war natürlich Parteimitglied, gell. Und da haben die Angst gehabt, die haben ja alles Mögliche gemacht und sind da so lange ausgewartiert und dann stand die Wohnung nicht leer, weil ja die Möbel drin waren und die Nachbarn konnte wahrscheinlich auch nichts dagegen machen und dann sind andere Leute dann eingezogen und dann haben die halt jahrelang wieder in einer Wohnung mit drei Parteien. Also, die haben fast auch zu Hause in Luditz war nichts mehr mit Wohnung und die haben genauso wenig Wohnung. Also, es war. Und trotzdem sind wir alle wieder durchgekommen und gesund geblieben. Uns hat sich alles so ergeben. Ja. Nachher doch wieder zufrieden war. Und gut gesagt haben, es ist gut so. Also ist ein bisschen viel, gell? Das ist eine ganze Menge, die da passiert ist. Und aber das erstmal nur
bis zu dem Punkt, bis sie nach Wiesbaden gekommen sind und dann ja auch wieder neu gestartet sind und auch eine Familie gegründet haben und wieder von vorne auch hier angefangen haben. Ja. Wie kam das dann? Ihren Mann kannten Sie ja schon. Sie konnten ihn dann, auch wenn er an dem ersten Wochenende nicht hier war, haben Sie ihn wiederfinden können hier in Wiesbaden? Haben Sie dann direkt danach geheiratet oder wie? Der war noch 2 Jahre in Gefangenschaft. Ach so. Mhm. Und zwar, das ist auch wieder so ein, das könnte auch wieder eine ganze Geschichte sein. Ich durfte eigentlich gar nicht in Wiesbaden bleiben. Ich musste mich ja dann anmelden. Mhm. Und Wiesbaden gab keinen Zuzug. Habe ich gedacht, ich warte ja drauf, dass mein Bräutigam kommt, der Wiesbaden ist. Da haben sie mir 4 Wochen gegeben. Ich für 4 Wochen Lebensmittel gekriegt. Also wenn er in 4 Wochen nicht da ist, dann also habe ich kein Recht, in Wiesbaden zu bleiben. Oder, die 4 Wochen waren natürlich schon hoch, sie entweder in die Fabrik arbeiten oder im Haushalt. Naja, dann ist ja was. Wenn es im Haushalt, gut, dann hätte ich bestimmt, dann wäre ich aber wahrscheinlich, wenn, dann lieber im Krankenhaus oder so, als wirtschaftlich alles mögliche Hausmädchen. Und dann habe ich aber gesagt, dann Fabrik. Mhm. Mhm. Und dann haben wir ein Kosmetikfirma aufgebaut. Ui. Nicht ich, sondern wir waren so 20 Mädchen und haben ein Chemiker, ein junger Mann, der auch aus dem Krieg kam in Wiesbaden, der hatte die Idee, der war Chemiker, die Idee, Kosmetikfirma aufzumachen. Die Frauen sind mit roten Lippen rumgelaufen und da haben wir Puder gemacht. Vom Kalle hat ein alter Mann mit dem Schubkarren Thylose von Kalle über die Hindenburgallee hieß sie noch, die Biblische Allee, in die Stadt gefahren und in der Wohnung von seinen Eltern, da hat er einen Raum gehabt, das ist dann in der Badewanne angesetzt worden mit irgendwas und da ist Puder entstanden, dann gab's die Döschen, wir mussten die dann so einstreichen und dann hat der Kosmetik verkauft und dann Lippenstifte. Lippenstifte, das sind auch mit Paraffin und Farbe und die musste dann in Zellophan oder in Staniol gewickelt werden. Und da hat man dann noch die Farbe. Und es ist gekauft worden wie verrückt. Ja. Die Frauen haben das, die sind auch so rumgelaufen, es war furchtbar. Es ging eine ganze Zeit gut und die Mädchen war auch also in meinem Alter um die 20. Ich habe dann in der Woche 20 Euro gekriegt. Also es waren noch die Abzüge etwas über 20 Wochen an meinem Tarif. Ja, 20 D-Mark müssen es dann gewesen sein. Ja. 20 Mark habe ich dann jede Woche gekriegt. Es war dann Büroarbeit angefangen und dann hat er gefragt, ist jemand da, der Büroarbeit kann? Und da hat sich niemand gemeldet. Da hat ich auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, die anderen. Da hat jeder gesagt, das habe ich hier, oder ich dachte, es sind doch schon ein paar da, die mir gesagt haben, sie waren im Büro. Hat sich keiner gemeldet, habe ich mich gemeldet. Ich war ja vorher am Finanzamt in Lulitz, also der ganze Jahrgang 25, der wusste als Nachrichtenhelferin. Jetzt machen wir nochmal den Sprung. Also durch auch Ihre Vorerfahrung im Finanzamt war das mit den Bürotätigkeiten dann in diesem Kosmetikunternehmen, was da eröffnet hatte. Ja.
war das eine Möglichkeit, dass Sie da arbeiten konnten? Ja, und so konnten Sie die Zeit dann eben auch gut überbrücken und konnten hier bleiben, bis dann auch ihr späterer Mann wieder auch zurückgekehrt ist. Und das war dann nicht mehr davon abhängig. Ja. 2 Jahre in Gefangenschaft. Ja, ja. Der ist in Gefangenschaft gekommen in Österreich. Da war er schwer verwundet. Und das wusste ich noch, da hatte er mir noch eine Karte geschrieben nach Lubitz und die kam noch an. Und zwar war das am 10. März 1945 und da schreibt, ich bin schwer verwundet und liege in Vöcklabruck in einem Kloster, die hatte die dann aufgenommen. Und weiter wusste ich nichts. Und seine Eltern haben, denen hat er bestimmt da gleichzeitig auch eine Karte geschrieben, die haben die aber nicht mehr gekriegt. Ich konnte ihnen dann erstmal sagen, er lebt, die wusste auch nicht, lebt er noch, der war in Ungarn, das sind damals noch schwere Kämpfe gewesen gegen Russen, da ist er schwer verwundet worden. Und daran hat er noch gelitten, solange er gelebt hat. Und also die wusste dann wenigstens, er lebt. Im Juni 1947 ist er dann entlassen worden. Ja. Und zwar haben die einen Arzt gesucht, der Gerisch hieß und der angeblich in Frankreich in einem Frauen-KZ Frauenarzt war. Mhm. Also mit dem Namen. Den wird es wohl gegeben haben, die Schreibweise. Vorname weiß ich nicht. Und da haben die, wie er entlassen werden sollte, er war in Wels in so einem großen Lager, wie die entlassen worden sind, und dann haben die gelesen Gerisch, und da ist er schon abgesondert worden, und die anderen, die haben gewunken, er kommt, und er sagte, ich komme nach, also der hat gedacht, naja, also das, und von da an ist er immer weitergereicht worden, so dass er zuletzt England, so im Schwerverbrecherlager war. Oh, Gottes Willen, Also wie sich, das heißt, ich weiß nicht, wie das hieß, aber so, da war er drin, und da war er 22, war er. Also das sollte er Frauenarzt in einem französischen Gefangenenlager wohl was verbrochen haben, aber offensichtlich klar mit dem Alter war es eigentlich relativ klar, dass das eine Verwechslung hätte bevor sein müssen. Sie, das haben die 2 Jahre lang nicht rausgefunden, obwohl er jeden Tag ist er vernommen worden und hat jeden Tag schlecht gekriegt. Weil, wenn sie den Beruf gefragt haben, hat er gesagt Schriftsetzer. Und schon hat ihn ja auch wirklich, der war ein gutmütiger Mensch, aber das hat ihn wirklich irgendwie durch sein gestört, dass die ununterbrochen, und wir haben später erst nachher gedacht, der ihn vernommen hat, der Offizier, der hat gut Deutsch gesprochen, und jedes Mal, wenn er gefragt worden ist, Beruf, Schriftsetzer, und da hätte er ihn mit der Faust immer im Bauch geschlagen. Und er hat dann jahrelang immer mit dem Magen und Darm zu tun gehabt und hat dann einmal Blinddarmentzündung gehabt. Und dann hat ein bekannter Chirurg von Wiesbaden, der hat ihn im Städtischen operiert. Und da hat er gesagt, wir mussten ja eine halbe Stunde ihren Blinddarm suchen. Es sind mir aber noch nicht auf die Idee gekommen, dass das daher gekommen sein könnte. Dass das die Spätfolgen waren. Und von er diesen hat dann auch immer zu tun gehabt, lange Zeit, also. Und dann, muss auch immer viel Arbeit, es war auch schwere Arbeit, die guten Maschinen, die automatischen Maschinen, die konnten wir erst viel später kaufen. Da bin ich noch mit arbeiten gegangen, unbedingt, damit man überhaupt kaufen konnte. Mhm. Es war eine kleine Druckerei, aber es war gute Zeit. Wir konnten das erarbeiten, dass wir dann gute Maschinen hatten.
Aber naja, sollte so kommen. Das wollte ich gerade fragen. Druckerei, sagen Sie, genau. Ja. Schriftsetzer haben Sie auch schon erwähnt. Ja. Das war dann, ja, der weitere Beruf und das hat Ihre Familie dann weiter geprägt, als Sie hier in Wiesbaden dann eben auch als Paar und als Familie gelebt haben, ja, richtig? Ja, das Geschäft war ja auch schon seit 1882. 1982 haben wir 100-Jähriges gefeiert. Das ist ja fast schon eine Parallele, so wie Sie auch in Luditz beschrieben haben, dass Ihre Familie ganz eng so auch mit der Geschichte des Ortes verbunden war, so viel Tradition, existiert ja auch hier in der Familie dann eben in Wiesbaden, ne? Und viel Verbindung zur Stadt dann auch damit. Also die fünfte Generation war das jetzt. Mhm. Aber die Zeiten haben sich total verändert, also das sind auch andere Betriebe, die dann diesen Sprung in diese ganze Automatisierung und was alles, da haben dann nur ganz große überstanden. Mhm. Aber es ist so auch gut. Ja, und trotzdem, wie Sie sagen, ne, die Tradition hat sich auch weiter eben über Generationen fortgesetzt. Ja, ja. Wenn man Ihnen so zuhört, ist es sehr, sehr spannend. Sie haben großes Interesse an eben dieser Historie und dem Geschichtlichen auch über die Generationen hinweg, einmal in Luditz und dann eben auch in Wiesbaden, wenn Sie es so beschreiben und auch ganz genau abrufen können, zu welchen Zeitpunkten was passiert ist und welche Stationen es da gab. Das ist ja eng damit verbunden, auch damit, was eine Heimat ist. Ja. Können Sie beschreiben, was für Sie Heimat ist? Sie haben ja jetzt auch zwei Heimatorte eigentlich in ihrem Leben gefunden und gleichzeitig haben sich die Orte immer verändert. Ja. Staatsbürgerschaft, Sprache, alles wurde rumgewirbelt immer wieder. Ja, ja. Aber können Sie beschreiben, was für Sie Heimat ist? Ja, also wenn ich von daheim spreche, dann sind's die 20 Jahre in Luditz. Das ist dann das Werden, das Kommen und das hier, Wiesbaden ist dann schon die harte Zeit, die schwere Zeit noch, denn die musste auch von null angefangen werden. Es war auch in Luditz hatten wir dann nichts mehr, nachdem alles konfisziert wird und man selbst in sein eigenes Bett nicht mehr schlafen durfte oder so. Und hier kam ich her und hatte auch kein Bett. Ja. Das ist schon ulkig, gell? Ja, so hat sich das fortgesetzt und musste sich auch erst wieder erarbeitet werden und aufgebaut werden. Mein späterer Schwiegervater, der ist ja nicht mit nach Reiligen, der ist in der Werkstatt geblieben. Und da in der Werkstatt hatten sie dann in einem Raum so einen Kocher mit einer Flamme, wo sie sich was gekocht haben, weil sie auch keine Wohnung hatten. Und der Opa hat ein richtig altes, ausgedehntes, wackelige, holprige Sofa geschlafen. Weiter hatte sie nichts. Und meine Schwiegermutter dann, die hat bei der, es war ein Parterre im Hinterhaus in der Schulgasse, die hatte wohl in ihrer Wohnung ein bisschen Platz und hat sie dann in einem Bett in ihrer Wohnung schlafen lassen. Also den ging's ähnlich wie uns. Also es war schon. Ja. Und dann kam ich auch noch dazu. Ist das Heimat? Diese vielen, vielen Erinnerungen, die man sammelt und zusammensetzen Aber kann? Aber ich würde sagen, neue Heimat. Ich habe nochmal eine neue nochmal dazu, wieder neu anzufangen. Ja. Aber das Alte war schön, so gediegen, so ruhig ist man da. Das war nicht so aufregend. Ja. Trotzdem hat man es ja auch gut gefunden, obwohl das schlechte Zeiten waren. Ja. Meine Eltern mussten sehr sparsam sein. Wir haben auch nicht jeden Tag ein Frühstücksei gekriegt, nur weil man von der Landwirtschaft kam. Aber es war gut. Wir haben gute Grundlage fürs Leben mitgekriegt, alle. Man war optimistisch, man hat sich nicht einschüchtern lassen auch.
Sind Sie nochmal nach Luditz zurückgekehrt, oder? Ja. Einmal sind also meine Brüder und die Familien und die Schwestern waren wir nochmal mit zwei Autos, haben wir auf der deutschen Seite haben wir übernachtet und sind dann morgens über Eger, Karlsbad, nach Luditz gefahren. Und da hat unser Haus schon nicht mehr gestanden. Ich habe noch herausgefunden an der Reihe Bäumen, wie die, da standen die ganze Reihe Weiden in schön richtigen Abständen. Und ein Abstand war die Ecke vom Wohnhaus, die war dann weiter und dann ging eng. Und diese Ecke habe ich dann erkannt. Also hier war ist dann die Ecke vom Wohnhaus gewesen. Und die haben eingeebnet ein großes Stück. Auch da waren sogar Neuhäuser. Die sind auch mit eingeebnet worden. Und da haben die das Terrain, da geht auch ein Bach, 1 Meter höher, haben die uns dann auch erzählt. Ist 1 Meter höher angelegt worden, die Straßen und so. Und die Brücke über den Bach, die kam mir so fremd vor. Die war dann gar nicht mehr hoch. Die war schon fast flach durch die, also die haben dann das ganze Geröll, was sie abgerissen haben an Häuser, die Straße erhöht und das, also wirklich an den Bäumen habe ich dann erkannt, hier war die, ja, das Haus. Man hat sich nicht mehr zu Hause gefühlt. Man hat sich irgendwie nicht richtig getraut, wohin zu gehen, weil man noch diese Angst von vorher hatte, ja, dass irgendwie wo was sein könnte. Ja, sicher. Und ja, also der Marktplatz war noch gut, das Haus, wo die Elsa zuletzt gewohnt hat, die steht auch noch, ist auch noch gut. Also, und die Kinder, die, da Anna, also meine Schwester, ihre Kinder, die waren da noch so in der Schule, also die waren ganz entsetzt, wie schlecht es aussieht, und die haben natürlich auch erzählt gekriegt, auch zu Hause und so. Ja. Und dann waren wir noch mal, wie dann alles, wie man dann regulär einreisen konnte, dann, nur, ja, mit Ausweis, da, ja, brauchte man nicht mehr einreisen. Ja. Und dann war natürlich auch schon viel, da war auch Karlsbad recht schön. Mhm. Da war, kann man sagen, da haben die natürlich schon wieder viel aufgebaut, Wert gelegt, dass das in Ordnung ist, ja, damit Leute kommen, die wollen ja auch Geld verdienen mit, ja, ihren Kurgästen. Ja. Ja. Ja, das ist schon ein... Ja. Das ist eine ganze Menge an Erlebnissen, ja, ja, und ja, auch ja, an Erinnerungen natürlich, die ja, sich hier zusammen gesammelt haben. Ja, und ja. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie diese Erinnerungen mit mir und mit uns allen geteilt haben. Das ist wirklich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und sind wir sehr, sehr dankbar. Gern geschehen. Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.